fahren wollo, machen wollo, aber nicht können. Willkommen zurück bei Let's Play Lego Racers. Und wir könnten jetzt Rocket Racers Strecke fahren, aber da ich mich in meinem Stolz verletzt fühle, muss ich einen zurück und diese Scheiße nochmal machen. Nicht mit Magica, nicht mit... Da! Das Ariel-Pill mit mir! So, und jetzt gebe ich nochmal alles, damit ich auf den ersten Platz komme und dieses komische Insektenvieh gegen die Wand klatsche, da wo sie hingehört. So! So, du glaubst also, dass du nochmal gegen mich anfallen willst. Und mein Mikrofon hängt schief, sorry. Das möchte ich sehen, genau. Sieht gar nicht so weiblich aus, das Vieh. Egal. Auf geht's. So, letztes Mal hatten wir keinen Turbostart. Hab gesagt, wir brauchen keinen. Und diesmal haben wir wieder keinen. Und wir... Wieso werd nur ich nach hinten gezogen? Ach je. Okay, dann spare ich jetzt direkt erstmal von Warp auf. So, haben wir jetzt Zeit dafür. Irgendwie dauert mir das noch Warp dafür. Eieieiei. Ach so, der Handschuh. Zack. Gut, dass ich hier schon mal durch bin. Ah, verdammte Scheiße! Alles auf einmal weg. Das falsche Item gegriffen. Zumindest wurde Gipsy Mods jetzt etwas nach hinten verschoben. Das kommt mir gerade recht. Wie ich so einen Hass gegen dieses Mottenvieh habe. Eins. Zwei. Drei. Weg! So, wir haben jetzt schon mal die ersten 30 Punkte zusammen. Ah, diese Insektenkönigin. Kann mich gerade echt am Arsch. Wie gesagt, das sind meine Hassstrecken. Ich komme damit nicht klar. Vor allem, wenn ich gar keinen Turbostart kriege. Der Wagen wackelt. Und ich bin der Einzige, der keinen Turbostart hinbekommt. Leute, ich kriege es einfach nicht auf die Reihe. Grün, das ist gut, das ist toll. Danke fürs Droppen. Danke, danke, danke. Still, weil mir nichts einfällt zu der Scheiße. Weil es ist wieder so wie vorhin. Ist mir jetzt egal, was die hinter mir machen. Außer die beschießen mich mit irgendeiner schwulen Scheiße. Weil ich werde gleich warpen. Dann bin ich weg, dann könnt ihr mich machen. Eins, zwei, tschüss. Und ich bin immer noch so weit hinter dir. Das ist hinter der, sorry. Das ist eine Frau. Emanzipation, ich muss das... Ich muss das akzeptieren. Aber da vorne ist diese schwule Königin auch schon. Wehe, du Worms. Wehe, wehe, wehe. Ich hab doch ein Schutzschild, verdammt nochmal. Ich schaue schön auf die Minimap. Darf sich nicht warpen.
Ach Scheiße. So ein Mist. Krieg ich nicht mehr. Nee. Jetzt steht das 50 zu 50. Ich habe nichts gesagt. Ich bin enttäuscht. Wir sind wieder da, wo wir vorher waren. Wir müssen jetzt gewinnen, egal um welchen Preis. Weil die letzte Map werde ich auf jeden Fall auch wieder verkacken. Bäm in der Kamera. Ja, Turbo Start und ich habe das Item gekriegt. Ich habe das Item. Ja. Und ich habe das Upgrade davon bekommen. Geil. So muss das sein. Nicht abschießen. Tschüss. Ah, verdammt nochmal. Ja, ey, wie die Fahrzeuge hier abspacken, das ist so unglaublich. Und das sage ich wahrscheinlich noch so oft. Das ist so unglaublich. Tschüss. Jetzt läuft es zumindest auch mal gut. Das ist echt mal was Neues. Zumindest hier. Für dieses LP, für diese Strecke. So, und dann können wir uns gleich nochmal einen Warp Boost holen. Genau jetzt. Wir sind in der letzten Runde angekommen. Verfehlen leider das Upgrade, aber wir sind weit vorn. Wir müssen nichts befürchten. Wir verprassen einfach mal alles, was uns in die Finger kommt. Ach je. So, den einzigen Fehler, den ich jetzt noch begehen kann, ist, dass ich das nächste Rennen nicht gewinne. Wie die Teile hier einfach so aus Lego zusammengebastelt sind, das ist so süß, das ist so lustig. Vor allem, ich habe auch zwei kleine Neffen, so heißt es nämlich, glaube ich. Ich verwechsel immer Enkel und Neffen, ich glaube, sie sind meine Neffen. Also sie sind auf jeden Fall die zwei Söhne von meinem großen Bruder. Dann sind es, glaube ich, die Neffen. Und für die musste ich auch zu Weihnachten so ein Piraten-Lego-Teil fertig machen. Kranke Scheiße. Mann. Knapp. Yes. Und tschüss. Jetzt muss ich nur auf jeden Fall aufpassen. Adrenaline. Keine Fehler machen. Verdammt normal. Ich brauche nur einen Upgrade. Tschüss. Jetzt komme ich genau da rein, wo ich nicht rein wollte. Ach je. Aber wenn das mit dem Abstand jetzt so bleibt, ist alles cool. Dann habe ich mein Ziel für heute erreicht. Rocket Racer werde ich heute nicht machen. Dafür bin ich jetzt noch zu aufgewühlt. Ja. Wunderbar. Peng. Gegenschuss. Gegen den Außenposten. Wir gehen gegen die Monarchie vor. Nieder mit dem König. Es lebe der König. Ach je. Okay, diesen Grand Prix haben wir anscheinend gewonnen. Fraps hat gerade eine neue Datei gemacht. Und es ist toll. Endlich geschafft. Weg damit. Wir haben den
vorletzten... Nee, das ist der letzte Grand Prix, aber nicht das letzte Rennen. Den letzten Grand Prix haben wir auch geschafft. Erster Platz mit 20 Punkten vor der blöden Insektenkönigin. Und im Anzug nehmen wir den Pokal entgegen. Freude, Freude, Freude. Auf der großen Plastik 1. Wie immer. Die Reifen leuchten im Dunkeln. Sie sind blau. Herzlich Glückwunsch, du hast den Aufschlag von Gipsy Moth gewonnen. Und liebe Leute, das wird auch echt mal Zeit. Und ich hoffe einfach, dass wir noch etwas Zeit übrig haben. Dann mache ich jetzt nämlich ganz schnell noch einen. Genau. Und diesen werde ich dann auch nochmal nach meiner einer benennen. Wenn ich hier jetzt noch irgendetwas finde. Schwarze Haare. Ne, sieht ein bisschen scheiße aus. Roter Rennhelm. Ja, komm, scheiß drauf. Arinori, Schnappschuss. Genau so. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer oder was Arinori ist. Arinori ist im Grunde genommen die lange Form von Ari. Denn daher stammt eigentlich auch mein Nickname. Arinori ist japanisch. Das ist mein japanischer Name, zumindest laut eines Namensgenerators. So sagt man das, glaube ich. Der Namensgenerator, ja. Ja, und... Jetzt bastel ich eben noch ein anderes Fahrzeug. Das kann dahin. Ach, Leute, ich rede gerade wieder zu wenig, ne? Ich überlege gerade noch, wie ich das hier genau mache. Weil das geht nicht. Weil dann würde ich das so machen. Würde von dem Kit noch ein langes, einzelnes Blaues nehmen. Zwischensetzen geht nicht, also muss ich das kleine Blaue nehmen. So, und dann kann man das nicht dran setzen. Jetzt habe ich einen Interessenskonflikt. Hoch. Hoch. Dann setzt man das eins nach da. Und das kann dann doch dahin. Eins nach weiter geht nämlich nicht. Wieso geht das da nicht drauf? Ist das auch wieder zu hoch? Das ist zu hoch für das Teil. Aber das geht. Freude. Das hat sogar was. Das sieht cool aus. Nur jetzt noch das letzte. Wie riesig das Teil auch ist. Was tun wir oben denn jetzt noch drauf? So eine Konsole? Eine Konsole. Und ein so ein Teil. Genau! So, das war's für heute von Let's Play Lego Racers. Ich habe jetzt einige Sachen am Stück aufgenommen. Und ich habe jetzt für heute fertig. Tschüss!